der 11-jährige Timeo ist auf Betteltour, sein Vater ist verunglückt und seine Mutter braucht Geld. Auf dem Heimweg kommt er bei einem indischen Händler vorbei. Der Besuch bei Dr. Singh war eigentlich für den nächsten Tag vorgesehen, aber ich kam ja praktisch an seiner Dukka vorbei. Auf der Theke lagen dicke Ballen mit bunten Stoffen, an den Regalen hingen Bänder und Litzen. Kein Laden war so vollgestopft mit Waren wie der von Gopal Singh. Er stand hinter der Theke, der Turban auf dem Kopf, beide Hände aufgestützt. Seine kleinen braunen Finger waren voll mit goldenen Ringen und Edelsteinen. Mit so viel Gewichten würde ich keine Hand mehr hochkriegen. Er trug genau die Armbanduhr, auf die ich scharf war. Jambo Mr. Singh, begrüßte ich ihn. Er wusste, wen er vor sich hatte. Ich war oft mit meiner Mutter bei ihm zum Einkaufen gewesen. Er schwieg. Ich hoffe, Sie haben gute Geschäfte gemacht, Mr. Singh, fuhr ich fort. Man fällt nicht mit der Tür ins Haus, sagte mein Papa immer. Er nickte, antwortete aber nicht. Bei uns zu Hause gehen die Geschäfte nicht so gut, im Augenblick wenigstens, sagte ich. Über seinen Kopf hin sah ich ein Hochzeitsbild. Alles war vornehm, die Braut ganz in Weiß, er selbst im schwarzen Anzug und Turban. Inder sind weder Christen noch Muslime, aber auch keine richtigen Heiden, dachte ich. Sie haben ihre eigene Religion aus Indien mitgebracht. Ich weiß wenig darüber, ehrlich gesagt. Also besser, ihn gar nicht auf das Thema anzusprechen. Schöne Grüße von Mama Masiti, Mr. Singh, sagte ich. Sein Schweigen machte die Unterhaltung nicht gerade einfach. Plötzlich, wie auf einem Schuss im Dunkeln, fragte er, was willst du? Ich konnte mir mein Gerede sparen. Geld, sagte ich kurz und trocken. Für Papa, er ist verunglückt. Wann kriege ich es zurück, fragte er sofort. Wenn er wieder auf den Beinen ist, ist er an einer großen Sache dran. Irgendwie fand ich es nicht richtig, direkt von Gold zu sprechen. Nicht, weil es vielleicht nicht stimmte, aber ich wollte niemanden gierig machen. Er sah mich mit einem Blick an, der nichts bedeutete, gar nichts, weder Misstrauen noch Habgier. Er guckte eher, als würde es ihn langweilen, angebettelt zu werden. Wie viel, fragte er ganz geschäftsmäßig. 20.000 Schilling, sagte ich und bemühte mich um einen gleichen Ton. Er zog seine Kasse auf, nahm das Geld heraus, dann schrieb er die Summe auf ein Stück Papier und schob mir den Zettel hin. Unterschreiben, sagte er. Ich unterschrieb. War das alles? Ich war ja noch keine 2 Minuten in seiner Dukka. Schon hatte ich das Geld in der Hand. Ich überlegte krampfhaft, was ich noch sagen könnte. Eben eine Nettigkeit. Ein schönes Hochzeitsfoto haben Sie da, Mr. Singh, sagte ich und zeigte auf das Bild. Er guckte, als hätte ich ihn beleidigt. Vielleicht fand er seine Frau nicht mehr so toll und hatte die Hochzeit schon bereut. Woher sollte ich das wissen? Also dann, sagte ich. Er sah nicht so aus, als wolle er mir die Hand geben. Vielleicht war ihm die Hand zu schwer. Bei so vielen Ringen und Edelsteinen hätte ich wahrscheinlich Verletzungen davongetragen.